Liebe Freunde, gehabt euch wohl hier aus der Birkenhütte inmitten der Wildnis. Zur Erinnerung, wir sind hier gerade, doch ein bisschen weiter weg von hier Falkenstein. Und wir sind auf der Reise, ja, sagen wir mal Reise, hier eben eine Schlucht zu entdecken, eine unterirdische. Wir haben hier schon ein bisschen Rohstoffe. Wir haben uns hier ein kleines Zuhause gebaut jetzt, um uns nicht so arg einsam zu fühlen. Ja, die Feder brauchen wir jetzt nicht mehr unbedingt. Das brauchen wir nicht unbedingt. Das hier ist ja eine Truhe für Sachen, die was wir nicht unbedingt mitnehmen müssen, zurück nach Falkenstein. Und hier ist eben die Sache mit dem wichtigen Zeug, ne? So. Okay. Hier hätten wir... Au, meine Beine tun so weh, Leute. Es ist so ein Graus. Es ist so ein Graus. Okay. Fackeln. Wir brauchen in der Höhle natürlich mehr Fackeln. Okay. Passt. Die Erde würde ich auch mal jetzt mitnehmen. Einen Bruchstein kann man da lassen. So. Ups. Wir können vielleicht draußen noch so hier Fackeln aufhängen. Und hier auch. Ja. Gut. Im Endeffekt habe ich das jetzt hier gemacht. Sollten wir wirklich wieder erwarten, drauf gehen. Ja. Dann haben wir nicht alles verloren. Dann haben wir doch ein bisschen was an Ressourcen gesammelt und gespart. Ich möchte nur warten, dass das hier jetzt noch fertig wird. Eben um noch Fleisch reinzuhauen. Wir haben hier unser Bett. Wir werden jetzt noch eine Nacht hier draußen verbringen. Und dann geht's für uns im Endeffekt ab in die Tiefen. So. Wir sammeln, hauptsächlich sind wir da, um Eisen zu sammeln. Wir nehmen aber alles mit, was wir irgendwie brauchen können. Ja? Kohle, wir haben zwar hier jede Menge Kohle, keine Frage, wir können Kohle zu Kohlenblöcken verwandeln und können dann mehr davon tragen. So. Wie schaut es jetzt hier aus? Wir nehmen uns mit noch Holz. Den Atlas lassen wir dabei da. Den brauchen wir jetzt unter Tage brauchen wir den nicht, ne? Eisen kommt hier noch rein. Wir haben mit Holz, wir haben Sticks, brauchen wir eigentlich nicht wirklich, ist aber jetzt egal. Komm du weiter da jetzt. Ich will die vier Hühnchen da noch reinschmeißen. So, komm. Mann. Wird was anderes schneller fertig? Ja, eventuell hier Hammel, ne? Hammel? Oder Eisen. Hammel oder Eisen. Hammel oder Eisen. Zuck, 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 zuck. Eisen. Hammel. Eisen. Zack, zack. So. Okay. Wir sind somit... Wir haben ein Schild mit. Wir haben Holz mit. Okay. Wir sind fertig. Wir nehmen unser Bett noch trotzdem mit, ja. Nee, wir sollten das Bett nicht benutzen. Wir sollten drin das Bett nicht benutzen. Komm. Bett kommt hier rein. So. Ey, lass mich raus jetzt. Noch einmal respawn setzen. So, zur Sicherheit. Okay. Okay, gut. Lass uns reingehen jetzt. So. Hier haben wir ja schon nach rechts alles ausgeleuchtet. Wir haben viel Kohle hier drin lassen. Wobei die Kohle, was jetzt hier drin... Nee, komm, das Flözen nehmen wir mit. Die andere Kohle, was wir hinten lassen haben, die lassen wir jetzt auch hinten. Weil sonst kommen wir hier wieder nicht weg jetzt. Ich kenne mich. Das können wir später auch noch rausholen, beziehungsweise sollte hier mal jemand anderes vorbeikommen und der Kohle brauchen, können wir es für den rausholen später.
So. Alles schön ausleuchten. Wir gehen hier weiter. Ups. Gehen hier jetzt weiter nach unten. Immer wieder Eisen. Eisen ist sehr, sehr wichtig für uns. Eisen hat einen sehr, sehr hohen Stellenwert für Falkenstein. Denn wir brauchen immer so viel Eisen. Okay, hier geht es eh nicht weiter. Dann müssen wir in die andere Richtung gehen. Wir haben nichts übersehen, ne? Wir werden jetzt hier, glaube ich, ein paar Folgen unterwegs sein. Ach, ich sagte, ich lasse das da. Uah, Scheibengleister. So. So, und wo kommen wir jetzt hier am... Marito, wo kommen wir jetzt hier am besten runter in die Schlucht? Hier sind wir ja schon relativ weit nach unten gekommen. Ach, warum ist es so schwer, einfach Kohle liegen zu lassen? Warum ist das so schwer? Kann mir das mal jemand verraten? War jetzt die Schlucht hier, ne? Ging's hier? Nee, hier ging's nicht zur Schlucht. Ich mach hier einfach alles ein bisschen schöner, ne? Jetzt nicht gar so zerklüftet ausschaut. Hier hinten wirkt es noch relativ dunkel, aber da waren wir auch schon. Ja, hier ist jetzt die Schlucht. Leute, hier ist jetzt die Schlucht. Schaut her. Wir sind jetzt relativ ganz oben. Ich würde sagen, wir bauen uns jetzt einmal rundherum. Nehmen damit alle Rohstoffe mit, die was hier so in den Wänden lauern. Und dann machen wir uns irgendwo hier den Weg nach unten. Das klingt doch nach einem Plan, oder? Das ganze Stein, was wir jetzt hier abbauen, lassen wir natürlich dann auch hier, ne? Das nehmen wir nicht mit. Es ist halt auch relativ viel Eisen und so immer hier am Rande, ne? Warum ich gerade eben das hier mache. Hier echt nichts zu übersehen, aber hier ist wirklich nichts. Drüben auch nicht. Ihr wartet da unten schon auf mich. Okay. Hier könnten wir wassermäßig runter und wieder rauf. Ja, okay. Wo war noch jemand? Achso, das ist nur ein Block. Das ist auch ein Block. Steht da jemand? Ja, da stand jemand. Ein Creeper! Sehe ich dich nicht mehr, Creeper. Ah, ja, da kommen sie alle her, ne? Ja, schau dir an. Wie viele Pfeile habe ich noch? Ich sollte mir eher die Pfeile sparen. Komm. Wo seid ihr? Kommt her. Wo sind die jetzt? Oh, da geht es ja noch weiter runter. Wow, wow, wow. Wow, wow, wow. Und da ist irgendwo ein Skelett. Okay, es war jetzt schon wieder ein bisschen anders als geplant, Leute. Und tatsächlich, schaut mal. Eine Mine. Ich wusste es. Ich wusste es, dass wir hier eine Mine finden. Wir sind auf Ebene 11, noch dazu auf Diamantenebene. So. Okay, erstmal hier was essen.
Wir leuchten jetzt erstmal hier die Schlucht aus, bevor wir in die Mine gehen. Ich habe so vermutet, dass da was ist. Von oben kann immer noch was runterfallen auf uns. Ne? Hier ist Gold. Eisen. So, nehmen das alles mit. Das ist der Coup schlechthin jetzt für uns. Wir können jetzt hier eine ganze Mine ausräumen. Wir sind relativ gut ausgerüstet dafür sogar. Besser als damals, als wir ganz am Anfang des Let's Plays die Mine unter Falkenstein ausgeräumt haben im Stream. Da waren wir echt nicht gut ausgerüstet. Da hatten wir das ganze Diamantenzeug und so noch gar nicht. So. Hier ist ein Smaragd, ne? Das heißt, das Gelände hier zählt eigentlich als Hochgebirge. Ja. Ich mache jetzt da drüben dann gleich zu. Die Lava weg. So. Lava ist hier somit per se Geschichte. Wieso sage ich momentan immer die ganze Zeit per se? I don't know. Eigentlich würde ich auch gern das Wasser hier abstellen. Immer wieder Gold. Mehr Gold. Super. Das heißt, wir können wieder viele, viele Gastarbeiter in Falkenstein empfangen. Und auch bezahlen. Okay. So, Kohle. Hier unten nehmen wir die Kohle natürlich mit, ja. Es wird wahrscheinlich so werden, dass wir uns irgendwo hier ein Zwischenlager bauen müssen. Aber ich wusste es. Ich hatte es so im Gefühl, dass da eine Mine ist. So, wo sind wir runtergekommen? Eigentlich. Da hinten, ne? Sollten wir uns nämlich aus Gründen auch markieren. Also wir wissen, hier kamen wir runter. Da ist auch noch mehr Eisen. So. Haben wir hier ein Treppchen nach oben quasi ein bisschen schon. Ja. Wir wollen im Endeffekt hier das Eisen haben, was in der Wand ist. Natürlich noch mehr. Haben dann gleich auch einen Rückzugspunkt, ne? Oder Weg. So, ein bisschen. So. Markieren wir das mal so, ne? So, dann haben wir hier Redstone. Redstone brauchen wir jetzt, Leute, nicht wirklich, ne? So. Lass mal hier die Lava wegmachen. Wir gehen Richtung dieser Mine da drüben. Hier ist ein schöner Wasserfall, wo wir dann runter. Da oben sieht man eh unsere Fackel, ne? Da sind wir runter. Nächste Lavafall zumachen. Mal ein bisschen schauen, ob über uns hier Höhlen oder was sind. Wo eventuelle Gegner rauskommen könnten. Oh, schönes Lavabecken hier noch. Hier ist drunter. Ne, unten bleibt die Lava. Hier ist Obsidian unter uns. Dias! Leute, hier haben wir Diamanten. So, komm, lass mich jetzt mal an das Eisenerz. Okay. Wir haben genug mit dem einen Eisen, ob das jetzt in die Lava fällt oder nicht, ist mir Jacke wie Hose. So. Bei den Diamanten wäre es mir nicht so Jacke wie Hose.
Wir haben zwar echt genug Diamanten und haben da gerade keinen Mangel oder so. Aber wenn man sie schon findet, ey, dann will man sie auch mitnehmen, ne? Oder? 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 So. Genau. So gut. Hätten wir jetzt eine Glücksverzauberung auf unsere Spitzhacke, das wäre natürlich noch voll fein, ne? Das wäre dann wirklich mega, mega, mega. Da oben ist noch Eisen. Das holen wir uns auch raus. So. So gut. Ich höre einen Enderman oder war das jetzt eine Hexe? Ist eine Höhle oder was? Nee. Keine, die was ich zumindest sehen kann. So. Wieder Kohle. Kohle ist zugleich Erfahrung, ist zugleich Reparatur für unsere Spitzhacke, ne? Ihr wisst. So. Sind jetzt schon ganz, ganz weit unten am Bedrock. Überall ein bisschen ausleuchten, damit man nichts spawnen kann. Wir haben genug. Dadurch, dass hier die Mine ist, haben wir genug Holz. Und hier ist gleich ein Spin-Spawner. Und der wird jetzt schon mal spannend. Den werde ich jetzt hier mich raufbauen und den gleich abbauen. Ja? Spinspawner bringt uns nichts. Brauchen nicht. Ich eine Hexe. Uah. Kommt keine Freude auf. So, der Spinspawner hier ist weg. Wo ist die Hexe? Da ist sie. Blöde Kuh. Komm. Wo ist sie? Wir werden es überleben, Leute. Wir werden es überleben. Keine Sorge. Ihr seht, wir leben noch, ja? Schnell essen, damit wir heilen. Dann ist alles gut. Einfach mal vielleicht 2 Sekunden keine Schelle abbekommen. Ja, super. Mario, das war jetzt nicht gescheit. Habe ich das Bett mit? Nein. Aber wir werden auch das überleben. Nur jetzt sollten wir wirklich kurz mal ausheilen. Ganz kurze Heilung. Heilpause. So. Lass uns ausheilen. Komm schon. Fäden würde ich jetzt, glaube ich, eher da lassen sogar. Wir nehmen sie jetzt mal mit, solange wir Platz im Inventar haben, ne? Wow. Ja, ja, komm her da, Schweinchen. Ich habe gesehen, dass da noch ein zweites war. Und zwar hier, ja. Aber was läuft denn der so schnell? Okay. Immer ein bisschen vorausleuchten jetzt. Jetzt ist es hier eher schon gefährlich für uns. Oh, gefährlich. Hörst du mich, Gefahr? Ich lache dir ins Gesicht. Ha, 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 ha. Gib mir lieber dein Eisen. So. Hier ist viel Eisen. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Also langsam glaube ich wirklich, dass wir so mit 5, 6 Stacks Eisen, ja, mehr sogar heimkommen können nach Falkenstein. Das ist eher dann zu überlegen, was wir alles hier lassen. Statt dem Eisen. Gold. Schön, Kohle. Das sind Kohlen, machen wir, wie gesagt, später dann Kohleblöcke. Und dann noch die Mine hier mit den ganzen Gleisen. Die Gleise können wir gar nicht alle mitnehmen. Ey. Das geht gar nicht. Jetzt stellt sich mir die Frage, ist das ein Gerücht oder gibt es wirklich
die Möglichkeit, wenn du einen Esel hast, dem eine Kiste zu verpassen und quasi als Packesel mitzuführen. Das muss ich recherchieren. Das muss ich echt recherchieren. So, wir gehen erstmal hier runter. Schauen uns hier noch um. Was wir hier noch so alles finden. Wasser machen wir zu. Ja. Heilung bitte. So gut. So gut. Schaut mal. Nochmal Diamanten gefunden, Leute. Liegen einfach so hier rum. Als hätten sie schon gewartet. Nur, dass wir kommen. Und gleich daneben Gold auch noch. Also das ist ein Schatz, ne? Das nenne ich mal einen Schatz. Einfach prächtig. Einfach prächtig, Leute. So, und hier wartet schon das nächste Eisen auf uns. Oh mein. Oh meine Güte. Oh Dios mio. So, oh wow. So. Komm her. Kommt der rauf da? Schafft er das? Nee. Das war jetzt gewollt so. Der Creeper sollte ihn jetzt explodieren lassen. Nur zur Info. Was? Diese Fledermaus! Mr. Midget! Tammys Fledermaus verfolgt mich halt immer, ne? Und die schreckt mich immer so. Muss ich die echt mal zurückschicken nach Sandelfing. Ich höre schon wieder weitere Skelette. Hier hinten wahrscheinlich. Okay. Nichts mehr. Irgendwo schießt er wer auf uns. Wo? Echt jetzt? Mein Freund, das hast du dir jetzt selbst zuzuschreiben. Ich habe dich nicht dort kaputt gemacht, ne? So, Eisen. Im Namen des Eisen, wir sind Prinz Eisenherz. Ja, Redstone, ich brauche einfach kein Redstone, das ist das Problem, ne? Leute, wir waren noch nicht mal in der Mine drinnen jetzt, ne? Oh. Ey, gebt euch das. Die nächsten Diamanten. Das sind jetzt in dieser Folge die dritten Diamanten, welche wir finden. Gebt euch das. Ist das nicht einfach genial? Es regnet Diamanten auf uns. So. 11 Diamanten bereits gefunden. Hier in einer Folge, in einer Mine, ohne Glück, ohne irgendwas. Und ein Haufen Eisen. Wow. Wow, wow, wow. Ich bin entzückt. Ich bin echt entzückt. So. Ich vermute, wir werden jetzt noch mehrere Folgen hier unter Tage verbringen. Also verzeiht's mir, Leute. Ja? Wir werden hier diese Schlucht erkunden. Wir werden sie ausräumen. Wir werden ein paar Mal rauf und runter müssen, um unsere Taschen auszuräumen. Wir werden ein Zwischenlager wahrscheinlich brauchen. So. Bin total angespannt. Ich bin total gehypt eigentlich, kann man sagen. Angespannt ist sogar eher das falsche Wort. Bin jetzt hier echt total gehypt. Von diesem Abenteuer. Vorsichtig, Marito. Nichts übersehen. Ich übersehe sicher einiges, Leute. Das bitte haltet mir das nicht nach, ja, oder vor. Ich kann leider nicht alles immer im Blick haben. Und ihr wisst ja, ich bin ja generell ein bisschen ein Schussel. Ein Schussel. Ich bin kein Chisel, ich bin ein Schussel.
So, aber hier gehen wir dann in der nächsten Folge weiter, würde ich sagen. Denn diese ist auch schon wieder am Ende. Ich sage vielen lieben Dank fürs Dabeisein, meine tapferen Abenteurer und Abenteurerinnen. Gehabt euch wohl. Ciao, baba, euer Marito.